Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wursten. Und ratet mal, wer eine Aufnahmepause gemacht hat, nachdem sie da reingelaufen ist und gestorben ist. Und nochmal den ganzen Weg hier ablatschen musste. Aber wir sind jetzt Level 16, haben immer noch eine Waffe an, auch wenn sie uns mal wieder nicht angezeigt wird, so. Ja, und ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen Level erhöht und sowas. Und jetzt sollte das hier aber auch gehen. Also, wir schauen mal, wir kriegen das hier schon hin. Ich bin ja aus Versehen schon ein bisschen reingelaufen, wie man sehen kann. So, ich bin am Überlegen, jetzt auch erstmal mit Frost hier anzufangen. Lol. Okay. Halt, halt, ich will nicht nochmal sterben. Boah. Der ist echt heftig, der Typ. Boah, Digga. Nicht genug Umbra? Nein. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Setz doch den Trank ein, Digga. Wow. Wow. Jetzt haben wir einen schon mal besiegt. Wow. Scheiße, ey. So, wir füllen mal auf. Und haben jetzt nur noch ein paar andere Viecher, die wir besiegen müssen. Oh, scheiße, ey. Sind das andere denn auch so komische Viecher? Oder haben wir die nämlich schon mal weg? Ach, das sind solche, mit denen kann ich umgehen. Aber ich mache erstmal das Fußvolk an der Seite tot. So. Dann kriegen die jetzt mal ein bisschen Eis. Und ein bisschen Feuer oder auch nicht. Digga. So, ich finde gut, dass mir der, dieser Hagel hier, der folgt mir jetzt nämlich. So, jetzt haben wir hier aber noch einen. Boah. Boah, Glück gehabt, ey. So, wir müssen ja gleich nur noch gegen den Necromancer kämpfen. Das ist ja kein Problem. So, wir haben hier noch so ein bisschen Fußvolk, was dran glauben muss. Ich würde gern zwischenspeichern, ey. Das Blöde ist, man muss dann den ganzen Weg nämlich nochmal laufen und das ist halt einfach Kacke. Ah. So. Eingefrorene Gegner erleiden jetzt auch mehr Schaden. Habe ich so in den Fähigkeiten langsamer eingestellt. Jetzt gib mir doch den Brustschutz. Mein Inventar war auch schon 100-mal voll. So, was sagt mein Inventar jetzt? Es geht. So. Wollen wir da jetzt reingehen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ach da. Okay, ich guck mich hier erstmal um. Gibt's hier irgendwas? Nein. So, ich wette, wenn wir den Typen jetzt anlabern, kommt Bosskampf. Trau mich fast nicht. Hiram, flieht, solange ihr noch könnt. Laran, der Nekromant, ist schon lange weg. Ihr seid zu spät gekommen. Der Herr der Knochen wurde von seinem Meister zurückgelassen und wehe, er findet euch. Wetten, er kommt gleich. Kümmert euch nicht um mich. Wo immer ich hingehe, die Okkultisten von Mictlan finden mich. Ich kann mich nicht verstecken. Ich würde hier lieber sterben. Bitte geht weg von hier. Schaut nicht zurück. Dam, dam, dam. Der Herr der Knochen. Oh mein Gott. Boah, fuck, Alter. So. Erstmal hier ein bisschen Tränke und sowas verwenden. Ein bisschen wie der Skelettkönig irgendwie in Diablo, ne? So, dieser schöne Beschwörungskreis da.
Sondern dann können wir unseren Member ja noch retten. So, erstmal ein bisschen Lebenstrank. Solange wir hier einfach nochmal starten können, wenn wir gleich sterben beim Herr der Knochen. So. Ich drücke irgendwie immer ein bisschen auf T, muss ich gestehen. So. Aber wir kriegen den Typen, den kriegen wir. So. Muss nur ein bisschen aufpassen mit meinem Umbra, dass das hier auch regelmäßig. So, und wenn wir den Typen dann. Boah. Was zur Hölle, ey. Der übertreibt ein bisschen, der Gute. Wehe, ich kriege hier kein Level ab, mein Freund. So. Ist schon ein bisschen tricky, muss ich gestehen. Oh, verschwinde, Alte! Boah, fuck, ey. Digga, gib mir Leben. Um Gottes Willen, Alter. Dieser Bosskampf. Nein, öffne doch nicht die Fähigkeiten. Ich komme mit meiner Tastatur nicht mehr klar. Scheiße. Boah. Ey, das sind mir ein paar viele seiner Fußsoldaten hier. Bis man die mal weggemacht hat, ne? Meine Fresse, ey. Ja, ist ja okay, Digga. Ey, die kriegt man irgendwie auch nicht weg, ne? Ah! Leben! Leben! Mein Herz! Matze lacht sich gerade weg, wenn er das sieht. Ich sag euch das, ey. Oh, ihr Fußfetischisten, jetzt geht doch mal weg da. Oh, gleich sterbe ich, gleich sterbe ich. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon. Ey, der übertreibt es einfach. Scheiße, ich sterbe. Was mache ich denn jetzt? Nein! Boah, scheiße, ey. Okay, der ist echt tricky, der Boss. Der ist echt tricky, ey. Oh. Ey, muss ich den ganzen Weg nochmal gehen? Ich habe da voll keinen Bock drauf, ehrlich. Scheiße, ey. Boah. Ey, das ist so. Das ist echt scheiße, dass man den Bosskampf nicht einfach neu starten kann. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklatschen. Wegen so einem behinderten Fickviech, ja? Ey, Typi, du kannst meine Tränke mal auffüllen. Dankeschön. Meine Fresse, ey. Achso, jetzt wollte ich hier schon hin. Ja, super. Klasse. Okay, ich werde das offscreen machen und wenn ich dieses Fotzenviech besiegt habe, dann sehen wir uns wieder. So, meine Freunde, ich habe den Typen endlich besiegt. Es hat auch nur 5 Anläufe gebraucht und ein bisschen Hin- und Her-Taktik, aber es hat funktioniert. Und ich muss jetzt mal ganz kurz, also es geht nicht anders. Oh, Erlösung. Oh, es musste jetzt sein, also
gab mal wieder Monster Punch hier im Angebot. Und das brauchte ich jetzt. So ein halbes Stündchen sage ich schon. Ich glaube, 20 Minuten müssen wir jetzt noch übrig haben. Weil ich ja hier fünfmal durchlaufen musste. Okay, es waren, glaube ich, dreimal. Ich habe den Boss... Okay, es ist der vierte Versuch, soweit ich weiß. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, er ist besiegt. Und ich habe beim Leveln dieses schöne Item hier bekommen. Nephilias Maske. Und ich meine, guckt euch mal die Stats an. Wildheit, Willenskraft, Giftschaden. Und den Giftschaden, den wir machen, der heilt uns noch, ja. Da konnte ich mal nicht Nein sagen. Ja. Aber wir haben es endlich geschafft. So. Ich würde sagen, wir kehren mal in die Stadt zurück. Jetzt, wo wir endlich den Heini besiegt haben. Endlich, ey. So. Ich gehe aber erstmal zu Fred, also zum Händler. Und werde jetzt erstmal die Sachen los. So, und ich habe ja gesagt, ich versuche mal die Steine hier zu behalten. Vielleicht kann man die mal gebrauchen. Das mache ich auch. Ich habe in der Zeit auch mittlerweile hier noch so ein paar Tränke angesammelt. Wer weiß, wofür man das mal gebrauchen kann. Ich habe hier so einen gelben Trank bekommen. Also wenn ausgestattet, oder also permanent, wenn ausgestattet, so. Ich meine Umbra-Regenerierung, dann haben wir noch physischen Schaden und Beweglichkeit. Und wenn man das nutzt, haben wir nochmal Ausweichwahrscheinlichkeit und schnellere Umbra-Wiederherstellung. Also kann eigentlich nicht schaden. Ich habe ja auch sowas in Blau gekriegt. Ja, ne? Also ich beschwere mich jetzt mal nicht. Ja. Wir haben den Typen besiegt. Ich habe hier übrigens bei den Fähigkeiten, habe ich geguckt, dass wir hier ein bisschen höher kommen. Jetzt habe ich mittlerweile hier den Feuerregen hier hochgelevelt. Dann habe ich hier die Eis, da wollte ich langsam mal die Frostnova ein bisschen hochleveln. Hier habe ich den Komet zumindest auf das zweite schon mal getan. Getan ist auch gut. Und hier das Erdbeben habe ich schon mal erhöht. Ja, und hier können wir ja jetzt auch nicht mehr viel machen. Ja. So, wir können aber einmal mit Seren quatschen. Vater, schaut nur, unser Held ist zurück, hurra. Moment, hatte ich gerade Vater. Oh mein Gott, ich will mir das gar nicht näher vorstellen. Großartig, ich liege wohl richtig damit, dass der Nekromant tot ist. Was, ihr habt nur seinen Diener getötet und er ist geflohen? Das hört sich nicht gut an. Aber ich bin froh, dass ihr lebend zurückgekommen seid. Dankeschön, Vater. Danke. Nun, da sein erster Offizier tot ist, sollten die Straßen mit der Zeit sicherer werden. Seren, habt ihr eine Ahnung, wohin Laran gegangen ist? Die Sache mit den Okkultisten von Mictlan bereitet mir Sorgen. Ich traf einst ein paar unerwünschte Individuen in der Festung von Dur. Sie zu finden ist jedoch nicht so einfach. Die Anhänger des Kultes von Mictlan ziehen in eine bestimmte Richtung. Wenn Laran sich bewegen kann, bedeutet das, dass er es geschafft hat, sich eine neue Hülle zu transferieren. Uns bleibt keine Zeit. Mein Freund, geht nach Dur. Es liegt im Osten und ihr könnt vor Ort eure Nachforschung betreiben. Natürlich, wir gehen einfach mal davon aus, dass er das tut. Die Liebe wär's. Dankeschön, ey. Wie wär's mal mit Fragen? Wenigstens könntest du bitte. Nein, du gehst dahin, Digga. Wir versuchen Indes, mehr Informationen über die Okkultisten zu bekommen. Nein! Wie auch immer, ich vergaß euch zu danken. Ihr habt den Herrn der Knochen besiegt. Ich hoffe, die Belohnung gefällt euch. Armbrust, Kristallaxt, Dämmerungsstab des Blitzes. Oh, guckt euch mal das fette Ding an. Den nehmen wir. Aber zumindest schon mal einen besseren Stab. Hammer. Fett. Wir sehen aus wie der letzte Mongo. Und ich würde das gern ändern, aber das können wir nicht. So, zerstört das verdorbene Herz. Wir haben diese Quest irgendwie immer noch. Ich gehe da jetzt nochmal hin und gucke mal nach. So, das ist hier, ne? Ja, es wird schon. Sollen wir schnell auf die Karte looken? Nein, das ist genau die falsche Richtung, verdammt. Dann gehen wir mal hier lang. Und hier war das, glaube ich, irgendwo. Wir sind dann irgendwie hier über die Brücke gelatscht und haben dann da irgendein Herz zerstört. Eigentlich hatten wir die Quest ja auch schon abgeschlossen, oder? Also ich war der Meinung, dass wir das getan hatten. Aber wir gucken nochmal. Ach, so wie es aussieht, hat hier sich irgendwas regeneriert, aber das ist nicht schlimm. Wir machen es einfach nochmal. So. Hab da gesehen, war kein Problem.
Wir haben jetzt hier auch solche Elementsachen hier. Das ist auch sehr geil. Ja. Kommt her, meine Freunde. Ich werde euch alle zerstören. So, das ist auch ziemlich geil hier. Digga, geh doch da raus, Mann. Was stimmt denn mit dir nicht? Bringt das hier eigentlich was? Wenn wir hier einfach unseren Strahl überall reinhalten? Ja, Umbra-Verbrauch, super. So. Irgendwann erreichen wir dann auch mal Level 18. Das finde ich auch gut, dass sie dann betäubt sind. Dann kann man erstmal schön die Feuerbälle schmeißen. Ich kann mir vorstellen, dass das, wenn man dann sowas wie einen Subbonk hat, ne, dass das sehr geil ist. So, jetzt haben wir das nochmal gemacht. Aber das ist ja auch kein Problem. So. Sammeln wir mal die Kugel ein und gehen nochmal zurück zum Wegpunkt. Und ich glaube, es ist sogar ein Wegpunkt ein bisschen näher da. Deswegen werden wir dann mal dahin reisen. Ich habe zwar kein Problem, durch die ganze Prärie zu streifen, aber das ist für euch dann auch immer langweilig. Okay, ich habe mich getäuscht, aber wir haben hier noch mehr Wegpunkte, die wir dann erstmal erkunden können. Die sind Level 17, das ist schön. Da können wir erstmal 3 Gold machen, das hat uns jetzt super weitergebracht. So, oh geil. Wir locken erstmal die Leute an. So, und dann lassen wir sie alle auf uns zukommen. Unser Feuerhagel folgt uns nämlich. Dann töten wir einfach alles. Das ist nämlich super. So, wenn wir hier Tod und Zerstörung anrichten, ist es einfach geil. So, wir sammeln natürlich ein paar weitere Sachen ein. Ich finde diesen Frostradius oder was das hier ist auch ziemlich cool. Wir könnten Blitz auch nochmal verstärken und dann können wir auch Blitz-Heini werden. Dann so alle 3 Elemente, das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, mal so gesagt. So. Ja, meine Freunde, legt euch nicht mit Chihiro an, die mit dem Fuß aufstampfen kann. Ein Goldring, den nehmen wir natürlich mit, ne? Mein goldener Ringer, wer will das nicht? So, und vereiste Gegner erhalten auch noch mehr Schaden. Hier ist noch so ein Jäger der Orks, der umgebracht werden möchte. Oh, ich liebe das, ey. Das ist echt super. Stiefel der Magier. Wenn das jetzt mal gescheit... Jetzt renn doch nicht weg. Anstürmender Ork oder er rennt weg, ey. Einmal mit Profis. Oder da ist der Hexenmeister der Orks. Okay. Der Hexenmeister lässt sich nicht von sowas beeindrucken. Boah, wir müssen uns mal hier schnell heilen. So. Ich muss mit diesen Tasten nochmal klarkommen. Also ich schaffe es hier immer schon ganz schnell, diese 3 zu wirken. Der Gesundheitstrank, der geht auch noch so. Oh, wir haben sogar auch so welche coole hier. Gut zu wissen. Also Gesundheitstrank geht auch noch recht gut, aber ja, irgendwann hört es dann auch mal auf. Gerade bei dem letzten hier, weil vorher ist ja noch Tee und ich drücke immer auf Tee, wenn ich den wirken will. Ich gucke teilweise schon auf die Tastatur, um das nicht zu verkacken. Oh, hier sieht's geil aus, hier waren wir noch nicht. Erstmal hier hochgehen. Das sieht so freundlich hier aus. Das sieht überhaupt nicht bedrohlich aus und so. Ist ja cool. Muss ja mal schnell die Kisten zerstören. Das macht man heutzutage so. So. Warte mal. Was haben wir denn hier? Ach, da kommen wir dann da hoch. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen da hinten hin. Wo die Wachen vorstehen. Die uns nicht angreifen. Wow, oder ist ein Keller? Die Wachen denken sich auch, was stimmt denn mit der nicht, ey? Es geht hier extra vorbei und kommt wieder zurück. So, meine Freunde, ihr dürft mal alle kommen.
Oh, ich liebe das, ne? Einfach alles, was man hat, durchcasten und schon ist eigentlich fast alles tot. Super, ist das geil. So. Wir kriegen zwar jetzt wahrscheinlich nicht den Reichtum hier, aber guck mal, ein grober Goldstein. Ich habe gerade goldener Goldstein gelesen. Dann gehen wir mal wieder aus dem Keller raus, nachdem wir ihn aufgeräumt haben. Bisschen Energy nebenbei. Hallo, liebe Wachen. Ich habe euch den Keller aufgeräumt. Es wäre jetzt schlau, wenn ihr euch den jetzt erstmal eigen macht. Boah, sieht das geil aus. Ich muss da mal hingucken. Boah, zieht euch das rein, ey. Geil. Ich kann gar nicht genug Screenshots machen und ich weiß immer gar nicht, was ich für ein Bild ich dann benutzen soll, weil die alle so gut aussehen. Ich muss mal hier lang gehen und mir das mal angucken. Kann ich hier noch rumnähen? Sieht schon eindrucksvoll aus, ne? Also diese Grafik, das kann man echt nicht toppen. Hier kann ich doch bestimmt auch rauf, ne? Geil. Das sieht ja auch spannend aus mit diesen Halterungen. Oder was das sein soll. Man weiß es nicht. Okay. Natürlich, die Tür wird erstmal voll aufgemacht. Oh. Danke für das Spielen von Wolves Lords of Mayhem. Durch den Alpha-Zustand des Spiels geht die Hauptgeschichte aktuell nicht weiter. Diese wird mit der Zeit erweitert und verbessert. Diejenigen unter euch, die Herausforderungen suchen, können nun den Zugang zu den zufällig generierten Dungeons in Amarth nutzen, sowie sich im täglichen Dungeon beweisen. Ihr könnt auch die offene Welt erkunden oder aber einen neuen Charakter beginnen. Okay. Kann ich hier wenigstens weitergehen? Ich werde ja wohl hier den... den Wegpunkt von Dur. Guck mal, wir können hier in die Stadt reingehen. Das muss ich jetzt mal tun. Was haben wir denn hier Cooles? Die Pforte. Das ist unser geiles Ding. So, die Hauptgeschichte endet hier. Hier ist der Hausmeister. Hier sind die Schlüssel. Das ist nun euer Haus. Aber bitte zerstört nicht alles. Ja, wir kriegen dann erstmal ein ganzes Haus geschenkt. Okay, ein ganzes ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Oh Leute, ich kann hier bauen. Baumodus, Böden und Wände. Oh Hammer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich werde mir das gleich schon mal Holzfenster. Oh nice. Jetzt wird's aber mal geil hier, ne? Marmormotiv, ey. Oh, geil. Beiges Marmor. Wir nehmen weiße Marmorfenster, oder? Oh, Hammer, ey. Zieht euch das rein. Kann man auch... Da, Marmorwände. Warte mal, wie komme ich da jetzt rüber? Ich kann einfach nur so drehen, oder? Kann ich das jetzt nicht mehr ändern? Warte mal, abbrechen. Ich möchte nämlich hier Marmorwände reinmachen. Oh mein Gott, jetzt habe ich da hinten eins gebaut. Das wollte ich nicht. So, Marmorwände. Jetzt muss hier die kreative Frau sich leider austoben. Es geht nicht anders. So, dann hier so schöne... Dann haben wir keinen Eingang, aber das ist kein Problem. So, wo gibt's denn hier Türen? Da gibt es Türen. Da haben wir natürlich keine mit eingeplant, ne? Ich bin auch ein richtiger Held, ey. Warte mal. Ich bestätige mal kurz. Es ist keine Tür. Ja, Entschuldigung, ey. Gut, dann nochmal von vorne. Es ist ja kein Problem. Sieht schon nicht schlecht aus, ne? Haben wir auch mal gescheite Türen? Es gibt nur diese Türen wahrscheinlich, ne? Sieht so aus. So.
Ah, hier hat man. Oh, das ist ja auch geil. Das ist gut gemacht. So. Oh, halt. Jetzt hätte ich aber gerne so ein Fenster hier. Und nee. Jetzt haben wir schon Möbel. Oh mein Gott, ich bin überfordert. Wie komme ich denn jetzt in diese andere Ansicht wieder? Wir bestätigen das mal kurz. Warte mal, wenn ich jetzt hier auf Abbrechen klicke oder auf Escape vielleicht. Ach hier, ne? Jetzt kriege ich hier wieder die fette. Warte mal, Marmorfenster, nee. Okay, Moment. Ich gehe mal kurz aus dem Haus wieder raus. Ah, das ist ja cool. So. Geh nochmal von vorne. Kriege ich das jetzt wieder hin? Was soll das denn? Ich konnte doch eben so einen schönen Anbau hier machen, ey. Warum kann ich das denn jetzt nicht? 45 Grad, 1 Grad. Das funktioniert echt super. Moment. Warte mal. Oh, cool. Okay, dann machen wir es jetzt halt so. Erstmal. So, wie kann ich die jetzt drehen? Gar nicht. Spiel, bitte lass mich doch. Was soll das denn? Ich kann ja schon mal die Fenster hier einbauen. So. Ach, hier geht das. Ey, Spiel, du machst mich fertig. So. Warum kann ich hier keine Marmorwand einbauen? Hier können wir schon mal das Scheißhaus errichten. Oh Mann, ey. Ich will doch nicht solche hässlichen Dinger haben, wenn ich hier schon voll Marmor überall habe, ey. Was stimmt denn nicht, Spiel? Er ist noch alles sehr im Kommen, ich merke das schon. So, wir haben ja auch echt allen Scheiß. Blutbild. Ja, klar. Kein Problem. Oh. Oh, nice, nice, nice. Okay, ich muss ganz kurz den Boden ändern, weil der ist mir nicht gut genug. Ja, das ist so extravagant, ne? Beiger Marmor. Kachel. Steinboden. Ja, den haben wir ja. Wiesen. So ein Parkett hat eigentlich auch was. Wir können ja erstmal ein Parkett nehmen. Und da mal gucken. So. Und vielleicht richten wir irgendwo eine Küche ein oder so. Okay, wir können ja mal gucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geil. Oh Gott, wir haben hier noch. Oh mein Gott, noch mehr. Goldener Deckenkronleuchter.
Oh, fett, ey. Kann ja schon gar nicht mehr aufhören, eigentlich. Der ist jetzt ein bisschen krumm, ne? Das brechen wir mal ab. Ich brauche mal dieses Gitter hier wieder, ey. Okay. So, ich würde aber sagen, wir schauen hier einfach in der nächsten Folge nochmal. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.